Nadine Jaun ist Life- und Business-Coach und mit der Leichtmacherei bringt sie ihre Klientinnen und Klienten, wie es der Name schon sagt, wieder zurück in die Mitte, in die Leichtigkeit des Seins, in die Leichtigkeit des Lebens vielleicht auch und begleitet sie dort in einem ganz klar eigenen strukturierten Prozess. Spannend. Nadine, schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Es ist unglaublich warm für uns, aber es macht nichts. Wir genießen das endlich, die sommerlichen Temperaturen. Ja, erzähl doch mal von dir selber. Nadine, wer bist du? Ja, merci vielmals. Ja, wer bin ich? Ich weiss selber dort gar nicht genau, wo ich so anfangen. Mein Leben war eigentlich so ein bisschen Achterbahnfahrt. Ich sage immer so ein bisschen die Reisende. Ich habe über x Berufe habe ich meinen Lebensweg jetzt gemacht und habe im 2017 den Weg zum Coaching gefunden, wo ich dann auch herausgefunden habe, für mich, dass das wirklich meine Passion, meine Leidenschaft, meine Berufung ist. Ich wohne mit meinen zwei Katzen, habe meinen Praxisraum aktuell daheim, bin gerne mit dem Töff unterwegs, genieße die Natur und ja, die Zusammenarbeit mit Menschen ist mir sehr wichtig. Mhm. Leichtmacherei, das spricht ja schon für sich. Also das Thema Leichtigkeit, Leichtigkeit finden, Leichtigkeit leben, das Urvertrauen, hast du mir auch mal schon gesagt, ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist also dein Thema, gell? Genau, ja. Ich sage es mal so, viele, die vielleicht auch mir schon folgen und mitbekommen, habe ich jetzt die Woche Post gehabt, so wegen introvertiert auch, respektive, ich sage auch immer, ich bin die Angepasste gewesen, also everybody's darling früher. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, sich selber auch ein bisschen zu spüren, woher will ich, was sind meine Werte, was will ich noch für Ziel erreichen. Mir ist alles ziemlich leicht von Hand gelaufen früher auch. Ich habe nie das Gefühl gehabt, es sei mir schwer gewesen. Also, wenn meine Mami würde fragen, sagt sie, ich sei ein Glückskind, alles, was ich angelenkt habe oder was ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht auch wirklich. Und gleich war immer irgendwo noch so ein Gefühl da gewesen, so, ist das alles vom Leben? Oder was ist mein Sinn und Zweck, warum dass ich hier bin? Und wenn man sich selber auch manchmal nicht spürt oder so, kommt dann so die innere Stimme, die einem irgendwo so zwischen Stuhl und Bank hin und her pendelt oder pingpongelt und man dann irgendwo mal für sich eine Klarheit möchte haben, ja, wodurch geht es. Und das fühlt sich, hat sich für mich dann auch immer so eine Art so ein bisschen Ballast, Schwere angefühlt. Mhm. Und mit der ganzen Lichtmacherei, also für mich ist das wirklich dort der Punkt, wenn man nicht in der Vergangenheit lebt oder auch nicht zu fest in der Zukunft, sondern im Moment innen und für sich Entscheidungen trifft, die für sich und sein Leben stimmen, fühlt sich das für mich extrem leicht an. Ja, absolut. Also, du hast mir auch mal gesagt, in einem Gespräch, wo wir uns unterhalten haben, eben, du hast eigentlich, eben, du bist in Karriere, du hast einen Job gemacht, du hast, ja, es ist immer weitergegangen, weiter und weiter. Und du hast irgendwie wie auch gemerkt, hey, und das passiert ja vielen auch, so ein bisschen aus unseren Dekaden raus, ich habe relativ viel gemacht aufgrund von Empfehlungen und von gut gemeinten Ratschlägen, aber irgendwann hast du dann gespürt, das ist rational, vielleicht gut, aber im Inneren bewegt es irgendwo nicht. Wann ist der Moment, so der Magic Moment, wie man so schön sagt, wann ist das passiert? Das war wirklich im 2017, wo für mich auch im beruflichen Alltag eine Situation zustande kam, so wo ich gemerkt habe, ich müsste mal Zeit haben, für mich wirklich mir selber zu widmen. Also ich sage heute kurz vor einem Burnout auch wirklich. Mhm. Wo ich auch immer ein Gefühl hatte oder ein Gefühl signalisiert habe, in dem Beruf, wo ich bin, also Informatik, werde ich nicht pensioniert. Mhm. Und habe mich dann dort wirklich mit mir selber auseinandergesetzt, mit mir hergeschaut und einfach mal gesagt, okay, wer bin ich und was macht mich aus und was mache ich gerne, was ist meine Leidenschaft? Mhm. Weil vorher wirklich der berufliche Weg gegangen ist, so war, ich bin vom einen ins andere einfach so reingefallen oder habe mich anderen orientiert. Ich habe nie wirklich gefragt, was bin ich? Mhm. Was macht mich aus? Mhm. Und wie hast du die Antwort gefunden? Durch die Ausbildung, die ich jetzt so mache, also durch Frau Dr. Bock mit ihren Mindfuck-Büchern, dort gibt es auch ein Mindfuck, das Coaching, wo man sich selber coachen kann, wo man sich halt selber mit den Blockaden auch abreguliert, also blockiert halt auch. Mit dem wirklich herzuhören und dann hat man schon eine andere, ich bin so ein sehr kreativer Mensch, wir machen das oder auch ein Kaffee, ein Bistro wäre auch zum Beispiel eine Idee gewesen. Oder mit einer Kollegin haben wir auch schon diskutiert. Und ich habe dort irgendwo so
etwas gesucht, was macht mehr aus, wo ich einerseits in Kontakt mit Menschen kann sein kann, unterstützen, weiterbringen und gleich auch eine gewisse kreative Ader ausleben, was notabene im Coaching mit den ganzen Fragestellungen auch Kreativität für mich ist. Absolut. Und habe dort so abgewägt und mal geschaut, was ist wirklich meins. Habe gleichzeitig noch von früher her habe ich mal eine astrologische Standortbestimmung gemacht, das war noch sehr interessant. Und habe mir die zur Seite genommen und dort mal gelesen, was so Punkte waren, wo sie mir dann gesagt hat, was könnte in meinem beruflichen Werdegang oder Orientierung auch drin sein. Und dann musste ich sagen, habe mich dann wirklich interessiert für das Coaching, was bedeutet das genau, was könnte ich für einen Plan haben. Und dann wirklich gespürt, von einem Gefühl her einfach auch wirklich, that's it, das ist es. Mhm. Und das ist wirklich einfach leicht. Das fühlt sich für mich echt leicht an. Also du hast selber in dem Sinn die Leichtigkeit, also die Leichtigkeit, wo dein Entscheid oder eben der Moment, wo du gewusst hast, das ist es, die hast du gespürt, die hast du erlebt. Und das ist ja das, was du ja heute auch in deinen Klientinnen und Klienten weitergibst. Also wenn jemand kommt, der sich wirklich diese grossen Fragen stellt, sei es im Leben, sei es im Beruf oder wie auch plötzlich merkst du irgendwie im Bauch, im Herz, im Kopf, das findest du dann raus, ist irgendwo etwas nicht so, wie es sollte sein, dann kommt zu dir. Wer kommt zu dir? Was machen deine Klientinnen und Klienten aus? Was macht es denn aus? Es ist einfach eine Entscheidung für sich selber. Wer bin ich? Was ist mein Warum unter Umständen auch? Was ist mein Warum auf dieser Welt? Warum bin ich auf dieser Welt? Was ist meine Aufgabe? Das andere ist, auch was ich durch meine Geschichte halt angesprochen fühle, ich habe mich immer an anderen orientiert und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht mein Beruf, also jetzt im beruflichen Bereich. Oder auch Beziehungsthemen im privaten Bereich, wo sich irgendwo, sage ich jetzt mal, eine Art in einem Arrangement befinden, wo ich spüre, irgendwie, es funktioniert nicht mehr ganz. Will ich das überhaupt noch? Möchte ich unter Umständen etwas anderes? Man getraut sich vielleicht nicht, den Schritt zu machen, weil, sage ich so gerne, Gedanken auf Vorrat macht. Und sich so dann eigentlich so Blockaden suggestiert selber. Es sind unterschiedlichste Themen. Momentan schwergewichtig so, ist es wirklich auch im beruflichen Bereich. Mhm. So plus minus unser Alter oder wo ist so deine, wer kommt so zu dir? Wer sagt so dann an deinem Garnier so, von der Altersstufe? Ja, ich sage so 30 plus. Gegen oben für mich grundsätzlich keine Grenzen offen. Ich hatte so bei zwischen 30 und 50 Ansätzen drin. Ja. Genau. Aber das ist auch so eine Altersklasse, die ich auch immer unglaublich oft sehe, dass man eben irgendwo, eben aufgrund von gut gemeinten Ratschlägen, es ist ja mir selber auch so gegangen, dir offensichtlich auch, wir schon man hat etwas gemacht und man hat irgendwo dort, das ist mir das Treppchen wieder aufgegangen, aber irgendwo halt plötzlich gleich merkt, ja, ich glaube, ich habe sehr viel Bedürfnis bedient, sehr viele andere Bedürfnisse bedient, aber vielleicht eben so in der Mitte des Lebens merkt, ja, meine Bedürfnisse habe ich denn die wirklich abgeholt. Mhm. Und wenn dann jetzt ein Mensch irgendwo eben, ob es in einer Partnerschaft ist oder eben auch im Job, das Gefühl hat und sich auch angesprochen fühlt, in dem Sinne von deiner Botschaft, eben, wir machen jetzt leicht in der Leichtmacherei, was passiert denn genau? Gib uns mal ein bisschen einen Einblick, wie du mit deinen Klientinnen und Klienten schaffst. Ja, grundsätzlich ist es so, dass immer ein Vorgespräch stattfindet, was kostenlos ist, wo man mal sicher herausfindet, da stimmt Chemie zwischen Klient und mir als Coach, also kann sich der Klient vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn es dann weitergeht, biete ich an, zum Beispiel, dass man eine Standortbestimmung auch machen kann. Das ist so im Bereich von bis 3 Stunden Coaching, wo man mal anschaut, okay, woher kommt man, was sind seine Wurzeln, was ist das in Bezug auf das heutige Thema und woher will man sich wirklich weiterentwickeln, also auch so richtig Zielfindung. Das kann ich entsprechend dem Klienten auch kann ich das anpassen und kann dort wirklich individuell auf den Klienten seine Bedürfnisse eingehen. Ich mache auch Einzelcoachings, wenn einfach jemand sagt, zum Beispiel, er möchte mal herausfinden, ob das etwas für ihn ist, biete ich auch Einzelsitzungscoachings an und man kann auch länger mit mir zusammenarbeiten. Wenn man sagt, okay, nein, ich habe jetzt wirklich konkret, ich will mich jetzt einfach wirklich in einem halben Jahr oder in einem Jahr, will ich jetzt wirklich mich konkret verändern. Ich will wirklich zu mir kommen, ich will wissen, wer ich bin, ich will wissen, was mein Warum ist, mein Wertesystem etc. Mhm.
dann begleite ich auch die Personen und gebe auch zwischen den Sitzungen oder den Sessions Aufgaben mit den Tang, wo sie für sich auch wieder selber können reflektieren können, in Ruhe über sich nachdenken, über ihr Wertesystem oder über ihre Bedürfnisse, woher das sie wollen. Mhm. Was passiert also in einem Mensch, wo irgendwie plötzlich merkt, ja, ich habe jetzt wirklich jahrzehntelang irgendwie Bedürfnisse oder Erwartungen bedient und dann bei dir im Coaching mit der Standortbestimmung merkt, ui, da gibt doch noch was. Das ist jetzt zwar alles okay, was ich jetzt hatte, aber ja, wie bei dir selber auch, oder? Wo du irgendwie einst merkst, also das kann es irgendwie jetzt nicht sein. Jetzt muss Nadine irgendwo mal sich im tiefen Inneren entfalten oder das machen, was sie will. Was passiert mit diesen Klientinnen und Klienten? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie sind da die Reaktionen? Das ist einerseits ist es natürlich eine Art, so, fast eine Art, für mich so vom Blick her, eine Art Schock. So, oh, okay. Und wenn sie dann selber für sich merken, in ihrem Leben, in ihrem System, in dem sie sich unterwegs befinden, herauszufinden, es ist doch möglich oder es wäre möglich, also in unterschiedlichen Schritten oder kleinen Schritten und was alles berücksichtigen muss. Und das Schöne ist immer auch so, das Glänzenschluss in den Augen wirklich zu feststellen, ich habe die eigene Lösung für mich selber gefunden. Mhm. Also das ist wirklich das, was mich im Coaching extrem fasziniert und dass Menschen wirklich einfach eben den Schlüssel für ihre Lösung in sich selber finden. Mhm. Und ich bin dort nur der Forscher. Mhm. Ich sage jetzt ein bisschen der Menschenforscher, der geht mal mit Fragen, gezielte Fragen, mal dort so ein bisschen das Päckchen, Mäschchen kotzeln, für sich das Päckchen auftun. Okay. Damit dreht alles in sich hin. Ja, definitiv. Definitiv. Und du löst dann die ganzen Knoten, Blockaden, dass es mal eine klare Sicht gibt. Eben halt auch die Leichtigkeit, mit Leichtigkeit vielleicht auch ohne Angst können, auf etwas zu schauen. Aber ich nehme ja auch an, also, es wird dann jemand sagen, ah ja genau, eigentlich so wie du. Coaching, das ist es jetzt. Vielleicht gibt es ja andere Menschen, die dann sagen, eben das, jetzt Kaffee war ja bei dir auch ein Thema gewesen und so weiter. Mhm. Und viele sagen dann, würde ich unglaublich gern, aber ich habe noch Verpflichtungen. Wie gehen wir mit dem um? Aber genau, da kommt dann eben das Aber. Mhm. Und das Aber tut man sich selber eigentlich ausbremsen. Ja. Und dort dann auch wirklich mal vielleicht mit einer anderen Perspektive zu schauen oder in die Zukunft raus zu schauen, ja, was würde passieren, wenn man es würde machen. Mhm. Alternativen ist auch kontroverse Worst-Case-Szenario. Dort mal wirklich durchspielen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Ist bei mir auch der Fall gewesen. Wie kann ich es auf die Reihe schippen, dass ich es nebendran ein Coaching-Business aufbauen kann, weil ja sehr mir Sicherheit sehr wichtig ist in meinem Leben. Wie kann ich das neben meinem Job nebendran noch mit aufbauen? Mhm. Und haben wir einen 7-Jahres-Plan gemacht. Mhm. Und mich weder unter Druck setzt, noch irgendwie mein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Und so findet der Klient für sich Step by Step raus, wie ist es machbar, wie ist es realisierbar. Und wenn man die Waagschale hält, das sind nicht mehr die Klienten sind, zwischen 30 und 50, wenn man überlegt, wie lange hat man schon gearbeitet und wie lange kann man noch arbeiten. Oder? Ich sage, 65 ist mal von Gesetzen wegen vorgegeben, mittlerweile für die Frauen ja dann langsam auch. Das will aber nicht heissen, dass man einen anderen Job machen kann und mit diesem Job kann man unter Umständen bis 70, 75 noch dran arbeiten, wenn man dann etwas selbstständig oder angestellt ist. Mhm. Also eben dann, wenn ich das richtig verstehe, hört bei dir die Arbeit nicht dort auf, wo man sagt, ah, jetzt habe ich wirklich irgendwo entdeckt, in welche Richtung dass es kann gehen. Ich habe die Schichten ablecken, wo viele Gedanken irgendwo blockiert haben. Ich habe jetzt eigentlich eine klare Sicht, ich kenne den Weg. Aber ist es auch nicht so einfach, jetzt, was auch immer für einen Weg, dass man einschlagen will, hat mit Veränderungen zu tun. Gerade Veränderungen auch in der Mitte des Lebens, die sollten in einer gewissen Art und Weise auch sogenannt allgemeinverträglich sein, oder? Sonst würde man dann irgendwo von dieser Midlife-Crisis reden, wo dann irgendwo plötzlich ganze Welten irgendwie umbrochen. Das ist ja nicht der Ansatz, den du hast. Also dann, wenn deine Klientinnen und Klienten wirklich die Sicht haben, dann ist deine Arbeit ja dann eigentlich noch nicht fertig. Dann bist du immer noch als Sparringspartner an der Seite dabei, wenn man das wünscht, gell? Genau. Also wirklich bis dorthin, wo der Klient dann selber sagt, okay, jetzt ist es gut für mich, jetzt habe ich
das Neue, was er für sich definiert hat, gefestigt und fühlt sich wohl drin und sagt, jetzt kann ich allein ohne Supporter unterwegs sein. Und ich nehme an, du stellst ja die ein oder andere kritische Frage in dieser Phase. Das definitiv, ja, genau. Und holst irgendwo die Trigger, denn, wo eben so ein bisschen die Blindspots und so. Man sagt immer, das Licht ist dort, wo der Schatten ist. Das wahre Licht. Und du eben gehst dann wirklich auch so ein bisschen an die Schattenstellen irgendwo dann kratzen, triggern, dass es dann eben halt irgendwo ein Haus gibt oder einen Weg, der nicht auf sandigem Boden gebaut ist, sondern wirklich vertebt. Wie lange, so aus der Erfahrung, dauert denn, wenn der Entscheid einmal gefallen ist, auch wenn man weiss, in welche Richtung man gehen will, wie lange dauert denn noch etwas, so die Begleitung jetzt durch dich, wo du jetzt sagst, hey, jetzt läuft das Schiff oder fahrt das Schiff in eigenen Gewässer? Das ist ein unterschiedliches Patentrezept, dazu gibt es leider nicht. Mhm. Das muss jeder Klient wirklich für sich selber herausspüren, was brauche ich, wie viel brauche ich, was gibt mir Sicherheit oder auch Stabilität in diesem Veränderungsprozess. Das kann zwischen einem Monat, das kann bis 12 Monate gehen, es kann länger gehen. Also dort wirklich meine Flexibilität gezielt auf den Klienten, seine Bedürfnisse. Also ich spüre noch, du hast gesagt, ich habe mir im 2017 hast du dir einen 7-Jahres-Plan gemacht. Und der 7-Jahres-Plan, zeugt ja wirklich davon, dass du dich selber definitiv nicht unter Druck hast wollen setzen. Eben vermutlich auch aus Erfahrung, oder? Weil du viel auch in diesen Turbinen selber gewesen bist, oder? Wo irgendwie lieber gestern als heute passiert ist. Ich finde das sehr, sehr spannend auch, dass man heute auch in der schnelllebigen Zeit, wie du jetzt sagst, hey, und ich nehme mir jetzt die 7 Jahre und bin zwar nicht entspannt an der Sache, man sieht dich auf den sozialen Medien, du bist präsent, du machst, du schaffst und so weiter. Was empfiehlst du deinen Klientinnen und Klienten so für einen Zeitraum, wo du sagst, jetzt könnte ich dann den Zug fahren? Auch dort kein Patentrezept. Also, da hat jeder sein eigenes System, sein Umfeld, wo vielleicht schneller mithilft, schneller unterstützt, intensiver unterstützt. Es gibt andere, die vielleicht kritisch dagegen sind und sagen, bist du sicher, was ist das? Wo wieder, dann passieren wieder Situationen, wo ein Klient kann zurückwerfen kann. Mhm. Also er macht einen Schritt vor und irgendwo kommt er und sagt, Jesus Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist irgendwie alles wieder komplett alt, wenn nicht noch schlimmer, wieder aufzubauen, wieder weiterzubringen. Auch dort. Kein Patentrezept, da muss wirklich jeder für sich herausfinden, was ist mein Plan, was ist mein Schritt, was ist meine Timeline, die ich brauche, für dort vorwärts zu gehen, dort anzukommen, was ich mir als Vision oder Ziel gesetzt habe. Absolut, also du machst nicht irgendwie irgendwelche fixen Pläne, sondern hier komme ich als Klient oder als Klientin wirklich auf meine Situation maßgeschneidert einen Plan über. Nein, ich komme nicht über, ich erarbeite ja mit dir in dem Sinn und auch dann eben in einer verträglichen Zeitdauer, oder? Dass es denen, was ein bisschen schneller soll, sehr gerne, oder? Mit den nötigen Fragen, die mich auch darüber stellen, bist du denn ganz sicher, dass es muss bereits schon muss sein? Oder dann halt auch vielleicht mit einem feinen Stupsen, vielleicht 15 Jahre ist vielleicht ein bisschen lang. Also es ist bei dir maßgeschneidert, es ist auf einen Menschen, auf die Person bezogen, es ist aufs Projekt bezogen oder auf die Weiterentwicklung, die er oder sie ins Auge fasst. Du hast es vorher angetönt, ich werde noch schnell kurz ein Licht noch oder ein Spotlight auf deinen Start ins Coaching werfen. Du hast gesagt, ich habe neben dem Job gestartet, also du bist nicht sogenannt all-in gegangen. Dann hast du gesagt, so, jetzt Coaching und nur noch das, ich könnte und mache nur noch das, sondern du hast den Weg von der Sidepreneurin gewählt. Mhm. Was war da der Grund gewesen, dass du gesagt hast, ich werde Sidepreneur? Grundsätzlich sagen, no risk, no fun. Und dort aber das Risiko einfach wirklich zu gross war. Mhm. Mhm. Mit allem drumherum, wo man sich aufgebaut hat, das Leben drumherum, sagen auch gewisse Lebensstandard, wo ich für mich ganz klar bewusst entschieden habe, ich will dort nicht zurückkrebsen. Mhm. Der eine Job mehr, den ich noch ausführe, auch Spass macht. Ich habe dort für mich die sichere Variante gewählt habe. Und gesagt habe, ich mache es als Sidepreneur, es gibt Abwechslung, man kommt langsam rein. Auch dort ist meine Geduld heute noch immer gefordert. Also es gibt auch wieder Tage, wo ich denke, es könnte jetzt eigentlich auch nachher sein.
ja, es ist wirklich für mich der Sicherheitsaspekt gewesen, wie kann ich es für mich realistisch machen in meinem Leben innen und habe dort den Weg vom Sidepreneur gewählt. Okay. Hat das auch damit zu tun, dass du ja nicht von etwas weg bist in dieser Phase, sondern zu etwas her? Also du bist ja nicht einfach geflüchtet aus einem Job oder was auch immer, sondern du bist als Coaching her. Hat das auch so ein bisschen damit zu tun, dass du, du hast vorhin gesagt, der Job hat mir ja, macht ja mir immer noch Spass. Ja, definitiv. Also es gibt für mich dort auch noch ein bisschen Abwechslung, Auszeit auch, zwischen Coaching und IT. Es sind komplett unterschiedliche Welten. Die IT ist sehr halt abstrakt, auch eher im logischen Bereich, also virtuellen Bilderbereich unterwegs, wo ich sehr liebe auch. Und das andere ist halt nicht das tiefgründige Forschen bei den Menschen im Coaching innen, ist der Ausgleich dazu, wo man dort momentan wirklich eigentlich nicht eigentlich, sondern wirklich mein Leben mehr erfüllt. Also. Also eben, du lebst ja eigentlich in sehr ambivalenten Themen drin. Eben IT, wo ja eigentlich schwarz und weiß ist, der größte Teil. Und das Coaching, wo ja unglaublich arranged und einen unglaublichen Fokus auch braucht. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, also ich weiß auch aus eigener Erfahrung, ich bin auch als Sidepreneur gestartet damals vor 20 Jahren, dass es halt eben schon auch funktioniert, wenn man irgendwie so zwei Themen miteinander kann in der Luft halten, dass das eine oder das andere dann irgendwie Mühe macht, auch befruchten oder auch multiplizieren. Spürst du das auch so? Ja, definitiv. Also das Coaching bringt natürlich dort auch für mich sehr viel Erkenntnis oder auch Lerneffekte mit rein für ihre Arbeitswelt. Also aktuell bin ich als Projektmanager unterwegs, betreue dort natürlich verschiedenste Kunden. Also auch in diesem Bereich mit den Fragetechniken kann man auch dort natürlich die Kunden sehr gut abholen. Es ist nicht das Coaching, aber die entsprechende Fragetechnik kann natürlich auch helfen, den Kunden zu spüren, was mir auch wichtig ist. Also Kundenbedürfnisse zu befriedigen, ist mit einem Teil in der IT, auch ein Teil im Coaching, weil am Schluss soll der Kunde ja zufrieden rausgehen. Kannst du eigentlich auch in der IT immer ein bisschen trainieren und gleichzeitig dann und die ganzen Themen, genau, die du im Coaching anwendest, auch im Job. Eben, weil ja halt auch in der IT der Absender und der Schlussempfänger immer Menschen sind, passen das dann irgendwo gleich auch wieder, auch wenn die Thematik irgendwo ein bisschen, ein bisschen eine andere ist als eben im abwechslungsreichen und lebendigen Coaching. Genau. Wenn ich dich möchte buchen, wie finde ich dich, Nadine? Ja, also, mir findet man über meine Homepage, über nadinejahn.ch. Dort, gleichzeitig bin ich noch auf den Social Media so unterwegs, also Instagram habe ich einen Account, LinkedIn bin ich unterwegs und Facebook habe ich auch eine Firmenpage und sonst via E-Mail oder Nattelnummern erreichbar. Perfekt. Und ich werde natürlich all die Links werde ich in den Shownotes definitiv vermerken, dass wenn du ihr das Gefühl habt, mal von der Nadine, da möchte ich jetzt mehr erfahren, das finde ich interessant, dass ihr sie dann auch wirklich findet. Oder wenn ihr jetzt bereits schon so weit seid, dass ihr sagt, irgendwo spüre ich, dass da irgendwie noch etwas ist, ich wette die Leichtigkeit, so wie sie Nadine jetzt eben genau beschrieben hat, die wette ich erreichen, und zwar nicht einfach von heute auf morgen die ganze Welt auf den Kopf stellen, sondern mit einem maßgeschneiderten persönlichen Prozess mit einer Sparingspartnerin an der Seite, die wirklich auf mich eingeht, und ich kann sicher sein, die geht auf euch ein, und zwar super gut, und mich dann genau eben dorthin begleitet, wo ich kann sagen, mal, ich habe die Leichtigkeit. Dann sind ihr bei der Nadine sicher am richtigen Ort. Nadine, ganz herzlichen Dank. Wir bleiben in Kontakt und ich freue mich darauf. Aber bevor dass wir schließen, das letzte Wort gehört dir. Was gibst du jetzt den Menschen, die das sehen und hören, noch mit auf den Weg von dir? Ja, merci vielmals. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein in dem Interview. Ich glaube, wenn man einfach bei sich selber ist und sein Ding kann machen, fühlt sich selber leichter und man hat dann Vertrauen wirklich in seinen Lebensprozess. Danke vielmals, Nadine. Viel Erfolg für dich mit der Leichtmacherei und bis bald. Merci. Tschüss.